Da sind wir wieder zurück. So, wir können jetzt gleich die Also ich bin mir echt nicht sicher, ob das was bringt. Ich glaube, wir sollten vielleicht nochmal hoch und unsere Spitzhacke verbessern, ne? Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Kohle. Ich habe links noch was gesehen. Dazu müssen wir aber noch ein bisschen höher. Ich hoffe ja, dass wir mit der Verbesserung der Spitzhacke auch irgendwie... Hey, wieso ist denn unsere Lampe schon wieder fast aus? So lange war ich doch jetzt auch nicht unten. Hey, kommen die wieder oder haben wir die nicht bekämpft? So, das wird ja hoffentlich reichen für die Verbesserung der Spitzhacke. Wobei ich mir auch vorstellen kann, vielleicht dauert es bloß einfach extrem lange, bis man hier durch ist, oder was? Stimmt, das Wasser war ja auch irgendwie noch von Wert. Yay! Ach, das waren die Blöcke. Man konnte nur von einer Richtung die kaputt machen. Stimmt. Sprengladestation. Sehr gut. Ah, guck an. Druckbombe bekommen, okay. Wirf eine Druckbombe. Ach, cool. Und lädt sich das auch wieder auf? Das sind die blauen Balken oben links, ne?
Achso, das kann ich hier kaputt. Ah, mit Wasser. Ah, okay. Okay. Cool. Danke. Nee, so wird das nicht. Ach so. Okay. Zack. Und jetzt kann ich hier rufballern, alles klar. Ich bin immer zu ungeduldig. Sehr schön. Rattus Novergitius, keine Ahnung. Irgendeine Ratte. Okay, ich hoffe, wir haben dann alles jetzt hier abgefrühstückt. Nochmal hier gucken, aber hier war scheinbar nichts. Werden wir gleich sehen, ob die Hülle ein Häkchen hat auf der Karte? Ja. Okay, die Viecher kommen also wieder. Zumindest das, warum auch immer nur das. Aber dann kommen wir ja jetzt hier ran. Danke. Und dann gehen wir erstmal wieder nach oben und verkaufen. Da können wir uns auf jeden Fall was mehr Fassungsvermögen oder ich nehme erstmal die Eispicke, würde ich sagen. Also, Jagdschneider. Du erhältst 5 extra IP von den Gegnern, die mit der Picke besiegt werden. Ja, warum nicht? Ein schlichter, aber robuster Begleiter. So. Ich habe mich gerade gefragt, ob dieser eine Roboter, der diese komische Maske da gerade in Gedanken hatte, ob man die irgendwie finden muss für ihn und dann K
Können wir eigentlich die auch mit der Knarre anschießen? Ach, nice. Das geht wirklich. Das heißt, theoretisch, wenn man sich echt hier so, ja, doof anstellt und einen Haufen Kohle verliert, kann man theoretisch damit mit diesen Gegnern wieder ein bisschen Geld machen. Sehr schön. Immer ein bisschen die Augen offen halten. Ach, so wird ein Schuh draus. Das muss der Rotfelsgang sein. Ist komplett eingestürzt. Du könntest die Bomben verwenden, um einen Weg frei zu machen. Ich sollte deine destruktive Ader wohl nicht noch verstärken, aber das ist keine schlechte Idee. Oh ja, Sprengstoff. Vielleicht bläst du dir sogar ein oder zwei deiner Teile weg. Gottverdammig. Lass uns einfach diese pneumatische Röhre ausprobieren, okay? Pneumatisch. Gott, oh Gott. Doofes Wort. Transportröhre freigeschaltet. Hey, ich habe nie gestattet, diese Röhre erneut zu öffnen. Haut dir... wie war die Stimme? Verdammt. Haut dir einen Bolzen in den Kiefer. Die Röhren sind der beste Weg, um sich in den Minen zu bewegen. Der Rotfelsgang ist aufgrund all dieser Erdbeben eingestürzt und nicht passierbar. Du kannst nicht beweisen, dass das Erdbeben dafür verantwortlich ist. Dafür gibt es viele mögliche Ursachen. Wie dem auch sei, ich spiele mit dem Gedanken, Sprengstoff zu verwenden, um den Weg freizuräumen. Ah, wie sie ist, irgendjemand da unten bei der Sprenglagerstation. Du räumst den Weg frei, Schatzi. So, zack. Diese Mine verfügt über eine solche interessante Geschichte. Ich versuche schon lange, dieses Gebiet hier zu kartografieren. Wenn man es darauf anlegt, kann man ja unten alle Schätze finden. Nur ist das eine Mine, aber ich hoffe, dass sie zum Bersten mit wertvollen Steinen gefüllt ist. Nein, 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 ich spreche von tatsächlichen Kostbarkeiten, faszinierende und zugleich seltsame Artefakte. Dinge, die für ihre fantastische Geschichte, die ihre eigene fantastische Geschichte erzählen. Falls du irgendwelche, die solche Artefakte finden solltest, würde ich gerne einen Blick drauf werfen. Ich habe etwas gefunden, das dich interessieren könnte. Traumhaft, du besitzt bereits einige zwei faszinierende Artefakte. Du hast bereits einige Artefakte gefunden, ey. Heute vorlesen ist schlecht, ey. Als Zeichen meiner Dankbarkeit überreiche dir eine meiner Blaupausen. Schaffe es einfach zur Werkbank und finde die Rädchenmods, um davon Gebrauch zu machen. Odins Blick. Ich werde dir eine weitere Bauposte aushändigen, wenn du mir insgesamt 3 Artefakte vorzeigen kannst. Odins irgendwas. Ach, den Wassertank können wir auch verbessern. Odins Blick zeigt die feindlichen Lebenspunkte an, sobald du ihnen Schaden zugefügt hast. Ja, brauchen wir das jetzt momentan eher noch nicht, würde ich sagen. Aber wir haben 3 Rädchen. Molotow-Impfung. Druckbogen fügen dir keinen Schaden mehr zu. Ich wusste nicht mal, dass es geht. Ich glaube, ich spare lieber gerade noch.
Solide Rüstung. Verbessere die Panzerung, um deinen Lebenspunkt zu erhöhen. Schaltet Retimods frei. Katzenhafte Reflexe. Robuster als normale Rüstung, ist aber immer noch bei den Einsteigermodellen anzusiedeln. Okay, gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge erkunden wir weiter. Spitze bedanke mich. Bis dann.